In diesem Video dreht sich alles um Adobe Flash Professional CS5. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man einen Bewegungsscreen erstellt. Um einen Bewegungsscreen zu erstellen, brauchen wir erstmal eine Bühne. Wir öffnen dazu ein ActionScript 3.0. Mit dem Bewegungsscreen können wir schon eine kleine Animation erstellen, die zwar noch nicht hochinteressant ist, aber die sich sehen lassen kann. Zunächst müssen wir hier checken, ob mit den Bühneneinstellungen alles richtig ist. Bei Bilder pro Sekunde sollte 24 eingetragen sein. Bei mit 24 Bildern pro Sekunde ist unsere Animation fast oder genauso läuft genauso ab wie ein Video. Unser Player ist der Flash Player 10. Und Script ist ActionScript 3.0. Zunächst brauchen wir erstmal eine Datei, die wir animieren wollen. Diese können wir importieren. Entweder wir drücken hier oben auf Datei, importieren, in Bühne importieren. Das geht auch alles mit den Shortcut Steuerung R. Hier können wir nun unser gewünschtes Bild oder unsere gewünschte Datei öffnen. Ich nehme jetzt eine Adobe Illustrator Bild und nun zeigt mir Adobe Flash die einzelnen Striche, die ich in diesem Bild gemacht habe. Das geht aber nur mit anderen Adobe Produkten. Ich möchte natürlich, dass mein ganz gesamtes Bild ausgewählt wird, also klicke ich auf diesen Haken. Und nun wird mein ganzes Bild in Adobe Flash importiert. Wichtig ist, dass ihr den Haken bei Movie Clip erstellen reinmacht. Sonst funktioniert das nicht. Auch noch zu empfehlen ist hier Bühne auf die gleiche Größe wie der Illustrator Zeichenfläche einstellen klicken. So, wir bestätigen den Dialog und sehen unsere kleine Datei oder unser Bild. Nun möchten wir eine Animation erstellen. Meine Animation soll jetzt 5 Sekunden lang sein und wir haben vorhin in den Bühneneinstellungen festgelegt, dass pro Sekunde 24 Bilder erstellt werden. Also braucht meine gesamte Animation, die 5 Sekunden lang ist, 120 Bilder. Wir sehen hier unten in der Zeitleiste viele Zahlen, diese signalisieren oder diese zeigen die Bilder an. Ich drücke nun hier auf 120 oder auf unten auf das Kästchen unter 120, drücke F5 und meine Ebene, die unten in der Zeitleiste schon ist, ja, geht bis auf 120 oder vergrößert sich auf 120 Bilder. So, nun klicken wir rechts auf unseren Movie Clip und öffnen oder erstellen einen Bewegungstween. So, nun färbt sich dieser Clip blau. Wir gehen an mit den roten Cursor an Anfang des Clips, nehmen unser Strichmännchen und ziehen es ins Off. So, nun gehen wir mit dem Cursor ans Ende des Clips, ziehen unser Strichmännchen ins linke Off. Nun können wir sehen, dass sich hier eine grüne Linie erstellt hat. Das zeigt den Weg, den unser Strichmännchen geht. Wenn ich jetzt den Cursor wieder an den Anfang ziehe, kann ich schon sehen, wie sich mein Männchen oder eben ihr Bild sich bewegt. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, kann ich die Animation sehen. So, ich möchte jetzt aber nicht, dass mein Männchen schnurstracks geradeaus läuft, sondern dass es eine kleine V-Bewegung nach unten macht. Nun gehe ich zur Mitte des Clips und ziehe mein Strichmännchen nach unten. Wir können sehen, dass ich nun mein Bewegungstween, ja, dass mein Bewegungstween eine kleine V-Bewegung macht. Wenn ich jetzt wieder mit Enter abspiele, sehen wir, dass das
Strichmännchen eine V-Bewegung macht. Das sieht jetzt noch sehr unrealistisch aus und deswegen möchte ich den Bewegungstween ein bisschen abrunden. Das schaffe ich, indem ich hier über unseren Tween fahre und den Tween nehme und so ein bisschen hier nach außen wölbe. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite aus. Und wenn ich jetzt wieder mit dem Cursor am Anfang des Clips gehe, sehe ich und auf Enter mit Enter den Clip abspiele, sehe ich, dass mein Strichmännchen eine runde Bewegung macht. So viel zum Bewegungstween. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Besucht uns doch einfach auf der Webseite. Bis zum nächsten Video.